Hallo, hier ist wieder Deutsch in Bildern und das ist Teil 3 der weißen Reihe zu den Satzgliedern. Und in dem heutigen Video geht es um die Objekte. Vorab aber eine kleine Erinnerung. Was bitteschön sind Satzglieder? Nun stellen wir uns einen Satz einmal vor als eine Art Faden oder genauer als eine Summe von Teilfäden. Dann muss man wissen, dass diese Teilfäden im Satz unterschiedliche Aufgaben und Funktionen haben. Also die Satzglieder, denn die sind damit gemeint, haben verschiedene Verantwortungsbereiche in einem Satz. Und zweitens, jeder Teilfaden, also jedes Satzglied, kann mit einem eigenen Fragewort ermittelt werden. Zum Beispiel gibt es ein Satzglied, das erfragen wir mit wer, das Subjekt. Ein Satzglied kann man nur ermitteln, wenn man nach dem Verb Ausschau hält, wir sprechen vom Prädikat. Dann gibt es ein Satzglied, das wird mit dem Fragewort wem erfragt, das sogenannte Dativobjekt. Es gibt aber zum Beispiel auch ein Satzglied, das wird mit dem Interrogativpronomen wo erkundet. Dann sprechen wir von der Lokalbestimmung. Insgesamt lernen die Schüler in der Schule etwa 15 Satzglieder einschließlich der Attribute. Tatsächlich aber kennt die Wissenschaftsgrammatik weit über 20 Satzglieder. Das Thema ist also deutlich komplexer, als diese Videoreihe hier zeigt. Damit zu unserem Objekt. Erinnert ihr euch? Wir haben bisher die Satzglieder dargestellt als eine Art Zug. Wir haben das Subjekt als Lokomotive dargestellt, das Prädikat als Kohlewagen und das Objekt im Sinne eines Personenwagens. Nun, und wenn wir über ein Objekt sprechen wollen, dann müssen wir die Schnittstelle zwischen Prädikat und Objekt genauer anschauen, was wir jetzt tun. Wir haben also auf der einen Seite den Kohlewagen, das Prädikat, auf der anderen Seite das Objekt und hier unsere Schnittstelle. Und nun muss man eigentlich nur eines wissen. Prädikate werden aus Verben gebildet. Und Verben verlangen bestimmte Ergänzungen in bestimmten Fällen. Wenn wir also Verben haben, die eine Ergänzung im zweiten Fall verlangen, dann muss das Objekt auch im zweiten Fall stehen und es ist dann das sogenannte Genitivobjekt. Wenn wir Verben haben, die eine Ergänzung im dritten Fall verlangen, bekommen wir ein Objekt im dritten Fall, das sogenannte Dativobjekt. Also das Ganze vielleicht doch etwas konkreter an Beispielen. Zunächst zu diesem Symbol. Es gibt zum Beispiel die Verben erinnern und gedenken. Sie stehen immer mit dem zweiten Fall. Deswegen muss auch das Objekt nachfolgend im zweiten Fall stehen. Es ist dann das sogenannte Genitivobjekt. Es gibt aber auch Verben, die verlangen den dritten Fall. Zum Beispiel helfen oder geben oder schenken. Dann muss das Objekt im Dativ stehen, es ist das sogenannte Dativobjekt. Es gibt aber auch Verben, die verlangen den vierten Fall. Mögen, lieben, hassen, anklagen. Sie verlangen das sogenannte Akkusativobjekt, das Objekt im vierten Fall. Es ist übrigens das Objekt, was verhältnismäßig häufig vorkommt. Und schließlich gibt es auch Verben, die verlangen eine Ergänzung mit einer Wortart, nämlich mit einer Präposition. Und wenn ein solches Objekt vor der Nase eine Präposition hat, ist es egal, ob es im zweiten, dritten oder vierten Fall steht, dann ist es immer ein sogenanntes präpositionales Objekt. Das wären die vier Verknüpfungen von Prädikat und Objekt. Und ihr merkt hoffentlich eines, man kann über Objekte nur sprechen, wenn man die Fälle, die vier Fälle der deutschen Grammatik beherrscht. Solltet ihr das noch nicht können, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, Deutsch in Bildern hat dazu ein Video auf dem Kanal bereitgestellt. Und damit versuchen wir das Ganze etwas zu erhellen. Und zwar zunächst kommen wir doch einmal zum Genitivobjekt. Das Fragewort, das das Genitivobjekt verrät, lautet wessen. Können wir also ein Satzglied mit wessen erfragen, handelt es sich um ein Genitivobjekt. Insbesondere dann, wenn es an ein Prädikat geknüpft wird. Ein Beispiel. Ich erinnere mich der Katze. Wessen erinnere ich mich? Der Katze. Sehr schön zu sehen. Der Katze ist ein Genitivobjekt. Genitivobjekte kommen seltenst vor. Häufig handelt es sich eher um ein Genitivattribut. Insofern solltet ihr immer vorsichtig sein und Ausschau halten nach dem Prädikat, ob es wirklich einen zweiten Fall verlangt. Genitivobjekte sind so selten wie, ach, wie soll ich es euch sagen, wie der philosophische Diskurs zwischen einer Maus und einer Katze. Damit zum nächsten Objekt, dem Dativobjekt. Das Dativobjekt wird erfragt mit dem Fragewort wem. Ganz einfach, ein Beispiel.
Diesem Schüler half keiner. Wem half keiner? Diesem Schüler. Ganz klar, das ist das Dativobjekt. Und dieses Beispiel ist auch deswegen originell, weil es zeigt, dass Objekte nicht unbedingt immer hinter einem Prädikat stehen müssen. Sie können auch vor dem Prädikat kommen und sogar am Satzanfang stehen. Nach diesen beiden Beispielen kommen wir zum nächsten erhellenden Beispiel, und zwar zum Akkusativobjekt. Akkusativobjekte erfragt man mit wen oder was. Ich hoffe, ihr fragt alle, wieso zwei Fragewörter? Na, das Interrogativpronomen wen gilt für belebte Objekte und das Interrogativpronomen was für unbelebte Objekte. Wieder ein kleines Beispiel. Ich mag auch Ziegenmilch. Ich mag auch was, wen oder was. Ganz klar, Ziegenmilch ist hier das Akkusativobjekt. Es kann mit wen oder was erfragt werden. Fehlt noch ein Objekt. Und zwar das präpositionale Objekt. Vom präpositionalen Objekt sprechen wir, wenn vor dem Objekt eine Präposition steht. Hier das Beispiel. Ich schreibe dies an Wille. An Wille ist ein präpositionales Objekt. Ich hoffe, ihr fragt jetzt alle, Moment, Moment. Warum? Man fragt doch, ich schreibe dies an wen? Aber in eurer Frage hat sich eingeschoben die Präposition an. Und die Präposition an signalisiert, dass an Wille ein präpositionales Objekt ist. Übrigens an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Meine Schüler haben am Anfang Schwierigkeiten, das präpositionale Objekt mit den Adverbialbestimmungen auseinanderzuhalten und zu vergleichen. Der Hinweis lautet, bevor ihr ein Objekt als präpositionales Objekt beschreibt, müsst ihr klären, ob man nicht im Sinne einer Modalbestimmung, einer Lokal- oder Temporalbestimmung oder einer Kausalbestimmung dieses Objekt erfragen kann. Nun denn, eine andere Hilfestellung an dieser Stelle, auf deutschen Bildern gibt es auch ein kleines Video, und zwar zu den Präpositionen. Vielleicht ist das eine kleine Hilfestellung, damit ihr Obacht gebt, an welcher Stelle ist tatsächlich eine Präposition im Satz und steht vor der Nase eines Objektes. Nun denn, wir kommen zu einer kleinen Trainingseinheit. Ganz klar, wir strecken uns und ihr seht, da oben läuft jetzt eine Uhr mit und die soll euch ein Signal geben, ihr sollt die folgenden drei Satzbeispiele lesen und schauen, wo sich die Objekte verbergen und ganz wichtig, die Objekte auch ermitteln. Wenn die Uhr verschwindet, lösen wir das Ganze auf. Ich gedenke meiner lieben Oma. Ich gedenke wessen? Wessen? Nun, damit erfragen wir die Genitivobjekte. Ganz klar, meiner lieben Oma ist ein Genitivobjekt. Und sehr schön ist an dieser Stelle zu sehen, Objekte müssen nicht aus einem Wort bestehen, sie können auch eine ganze Wortgruppe ausmachen. Ich gedenke wessen? Meiner lieben Oma ist ein Genitivobjekt. Ich schreibe heute für Susanne. Nun, ich schreibe heute für wen? Zunächst sieht Susanne aus wie ein Akkusativobjekt, aber für ist eine Präposition. Ergo, es muss ein präpositionales Objekt sein. Und das dritte Satzbeispiel hat es in sich. Dieses Buch gebe ich nur dir. Wen oder was gebe ich nur dir? Dieses Buch ist das Akkusativobjekt. Es steht wieder am Satzanfang und sogar noch vor dem Prädikat. Aber besonders originell ist dieser Satz, weil er zeigt, dass in einem Satz auch mehr als ein Objekt vorkommen kann. Denn ich kann weiter fragen, dieses Buch gebe ich nur wem? Nun, dir ist ein Dativobjekt. Also in einem Satz können auch mehrere Objekte zu finden sein. Und dann an dieser Stelle noch ein Hinweis, wenn ihr diese Beispiele anschaut, seht ihr, ein Objekt kann aus einem Nomen bestehen, aber auch aus nominalisierten Wörtern, aber auch aus Pronomina, aber auch aus Wortgruppen und übrigens auch aus Nebensätzen. Soweit, so gut. Jetzt brauchen wir wieder einen Merksatz und zwar mit einem gewissen Maß an Rhythmik. Und diesmal habe ich folgende Reimform gesucht. Ich hoffe, ihr wippt alle mit den Köpfen mit. Im zweiten, dritten, vierten Fall, Objekte kommen mit Geknall und manchmal dann im zarten Ton stehen sie nach der Präposition. Und bitte, dabei wird getanzt und das Ganze wird wiederholt. Immer wieder, immer wieder. Soweit, das war Deutsch in Bildern. Und wenn ihr die wichtigsten Satzgeber nochmal ansehen wollt, gibt es einen Link in der Infobox unter diesem Film.
dann könnt ihr die Liste als PDF-Datei öffnen. So, dann könnt ihr natürlich auf Facebook mir folgen. Auch dort lege ich das Material ab. Ansonsten möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ganz besonders bei Wille für die Inspiration und ganz besonders bei Lela für die wundervollen Bilder.